Wir von World Vision haben heute diesen Tag hier am Brandenburger Tor veranstaltet, weil heute der 24. September ein wichtiger Tag ist. Die UNO-Vollversammlung tritt zusammen, die Generalversammlung, und debattiert darüber, wie entwickelt sich die Welt weiter. Und es geht vor allen Dingen darum, dass mehr bereitgestellt wird, damit Kinder nicht mehr sterben müssen, damit Mütter nicht mehr sterben müssen. Ich finde es schlimm, dass in vielen Ländern Kinder krank oder gar nicht geboren werden. Daher wünsche ich mir, dass sich Politiker für mehr Ärzte einsetzen. Und ich wünsche mir, dass kranke Kinder auch dann behandelt werden, wenn ihre Eltern arm sind. Heute haben ganz viele Kinder einer Schulklasse hier aus Berlin Politiker dazu aufgerufen, mehr zu tun für Kinder unter 5 Jahren weltweit, damit sie eine Chance auf ein Leben in Zukunft haben. Das war ein toller Aufruf, das war ein engagierter Aufruf, denn er kam von Kindern für Kinder. Ich schließe mich dem an. Wir als World Vision schließen uns dem an. Wir rufen die Politiker in der Welt auf, tut mehr, stellt mehr Mittel bereit, damit Kinder ein Leben in Zukunft haben, damit sie nicht sterben müssen, weil sie an Malaria leiden oder weil sie Durchfall haben. Das sind alles Krankheiten, da muss kein Mensch, da muss vor allen Dingen kein Kind dran sterben. Wir sagen 5 fürs Leben, weil es 5 ganz einfache Dinge braucht, damit Kinder auch ihr 5. Lebensjahr erreichen können, damit Kinder auch weiterleben können. Da geht es um Impfungen, da geht es darum, dass Kinder von ihren Müttern auch ausnahmslos gestillt werden, wenn sie Babys sind. Es geht darum, dass genügend Hebammen bereitgestellt werden und medizinisches Personal, wenn Geburten stattfinden. Einfache Dinge, die in unseren industrialisierten Ländern möglich sind, die müssen auch in Entwicklungsländern möglich sein. Und damit helfen wir, dass Kinder 5 Jahre alt werden können, sich ihres Lebens freuen können, ihren Geburtstag begehen können und ein tolles Leben haben. 5 fürs Leben. 5 fürs Leben. Macht mit. Es ist so einfach, was zu tun. Kinder müssen geimpft werden. Frauen müssen begleitet werden von Hebammen in der Geburt, damit die Kinder während des Geburtsvorgangs nicht sterben. Das ist so einfach, das klingt so einfach in unseren Ohren. Und es ist umsetzbar, wenn mehr Mittel bereitgestellt werden. Über die Impfallianz, über Gavi zum Beispiel oder den globalen Fonds. Es gibt viele politische Möglichkeiten zu handeln. Es gibt viele Möglichkeiten, dass einzelne Menschen handeln, dass sie aufstehen, ihre Abgeordneten ansprechen und einfordern, dass dort politisch mehr getan wird. Wir schließen uns an. Steht alle auf. Engagiert euch. 5 fürs Leben. 5 Dinge, damit Kinder 5 Jahre alt werden können oder älter. Damit sie ein Leben auch nach dem 5. Geburtstag haben.